Schönen guten Tag, mein Name ist André Schubert. Wir haben ein Thema Polis. Ihr habt uns ganz viele Anregungen, Fragen etc. geschickt. Da werden wir jetzt drauf eingehen. Ganz zu Beginn möchte ich nochmal erklären, was Polis überhaupt ist. Polis ist keine Umfrage, um das mal vorauszuschicken. Polis ist die Möglichkeit einer digitalen, konstruktiven Debatte. Das ist ganz wichtig, der Unterschied. Es hat eine Umfragekomponente, ja, aber es ist keine Umfrage. Das werden wir gleich im weiteren Verlauf sehen. Wir haben Polis, und das war volle Absicht, ehrlich gesagt, wir haben Polis jetzt einfach mal eingesetzt, ohne es großartig zu erklären vorher, weil wir wissen wollten, wie ihr damit klarkommt, was für Fragen es gibt. Und wenn wir euch jetzt erklärt hätten, das geht so und achtet darauf und so weiter, dann wärt ihr viel weniger frei gewesen. Deswegen haben wir das getan. Entschuldigung dafür. Es gab viele Fragen, auf die werde ich jetzt eingehen. Nochmal ganz kurz zu der Debatte, die wir jetzt vor kurzem geschlossen haben. Das Thema war, Deutschland geht es so gut wie nie. Das haben wir extra sehr weit gefasst. Polis ist aber auch in der Lage dazu, ganz konkrete Lösungen zu finden für Probleme, wie zum Beispiel in Taiwan gab es das Thema Uber versus Taxi. Es gab einen langen Streit darüber. Letztendlich konnte die Regierung in Taiwan, wo es sogar einen digitalen Minister gibt, dann Kompromiss finden, einen Taxifahrer eingeladen und Uberfahrer eingeladen, um an dieser Konversation über Polis teilzunehmen. Der Vorteil ist, das Programm erkennt Kompromisse und Schnittmengen da, wo ein emotional agierender Mensch sie vielleicht nicht erkennt. Und plötzlich sieht man Dinge und Gleichheiten, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, weil man damit beschäftigt war, zu überlegen, wie man seinem Gegenüber jetzt den Schädel einschlägt. Polis ist rein auf Konstruktivität ausgelegt. Darum geht es. Thesen, die konstruktiv gestellt werden, ob jetzt von uns, von den Administratoren oder auch von euch, von den Usern, die ihr ja auch Thesen einreichen könnt, die sehr konstruktiv formuliert sind. Das sind die Thesen, die am erfolgreichsten gewotet werden, entweder dagegen oder dafür. Dazu kommen wir jetzt gleich. Also, die letzte Debatte hieß, Deutschland geht es so gut wie nie. Der Wirtschaft geht es super, blendend in Deutschland. Wie viel kommt davon unten bei der Bevölkerung an? Das war die Frage. Die Debatte war relativ offen gestellt. Wie gesagt, das war Absicht. Und entsprechend sind auch die Thesen gelaufen. Das heißt, wir waren ganz schnell bei den Themen Migrationspolitik, wir waren beim Thema Lobbyregister im Bundestag, wir waren beim Thema Presse, ja, wie glaubhaft ist die Presse da draußen noch. Das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Übrigens eine der größten Polis-Debatten, die es je weltweit gegeben hat, und immerhin in Kanada, Singapur, Taiwan, Dänemark, in solchen Ländern und auch in den USA, in solchen Ländern laufen solche Polis-Debatten schon etwas länger. Jetzt kommen wir zu dem Thema, welche Fehler haben wir mehr oder weniger absichtlich bei dieser ersten Debatte gemacht? Erstens, wir haben die Debatte völlig offen gemacht. Das bedeutet, man musste sich weder per Facebook noch per Twitter einloggen, noch gab es so eine One-Time-Token-Lösung mit einem E-Mail-Passwort. Wir haben es völlig offen gemacht, das ist auch durchaus möglich, dieses amerikanische Tool ist auf jede deutsche Seite implementierbar. Dabei ist allerdings ein Fehler passiert, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, nämlich unsere Seite war durch den hohen Traffic ganz kurz down und da hat sich, wie gesagt, ein Bug eingeschlichen, der sich folgendermaßen gestaltet hat. Wir haben unsere Internetseite folgt ja den europäischen Datenschutzrichtlinien und die Implementierung der Amerikaner war so, dass die verboten hat, Cookies zu setzen, beziehungsweise die Cookies wurden nicht gesetzt. Dadurch hat das Programm nicht erkannt, wenn ein neuer User dazugekommen ist, beziehungsweise konnte ein und derselbe User verschiedene Fragen nochmal und nochmal machen. Das war für eine kurze Zeit so, den Fehler haben wir behoben, das hat das Ergebnis aber nicht beeinflusst. Nur das mal ganz kurz dazu. In Zukunft werden wir andere Lösungen anstreben. Wir werden zum Beispiel Login über Facebook und Twitter, könnte eine Lösung sein, oder eben diese One-Time-Token. Beides Lösungen, die wir anstreben. Welche Fehler haben wir noch gemacht? Ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute auf einen Schlag mitmachen. Also die Server waren schon so ausgelegt, dass relativ viele Leute mitmachen. Eine Sache haben die Amis nicht so ganz bedacht, dass wir halt am 4.9. diese Bundespressekonferenz hatten und danach haben darauf alle zugegriffen. Das haben die Server mal kurz nicht ausgehalten. Deswegen war 2-3 Stunden ein bisschen Kirmes da auf der Seite. Ich habe keine E-Mail bekommen. Deswegen war da 2-3 Stunden ein bisschen Kirmes auf der Seite. Wir hatten es nachher im Griff, aber sollte natürlich nicht passieren.
Dafür war der Test aber da. Ja, wie viel hält das Ding aus? Wann? Bei welcher Userzahl geht es in die Knie und so weiter? Das haben wir jetzt rausgefunden, wie es funktioniert. Eine weitere Sache, die nicht ganz so gut gelaufen ist, beziehungsweise ging es irgendwie nicht anders, weil ihr uns auch da überrannt habt, es sind über 780 Statements eingereicht worden. Wir haben 170 davon zugelassen. Wir mussten aber dieses Feld, ihr erinnert euch vielleicht, wenn man eine These gesehen hat, wie zum Beispiel, ich bin für ein Lobbyregister für alle Parteien im Deutschen Bundestag, dann konnte man auf Agree, Zustimmung, Disagree, Ablehnung oder weiter swipen, schweres Wort, klicken. Oder man konnte eine eigene These einreichen, die dann alle User, also kann ich vorwegnehmen, alle 33.547 User bekommen haben und voten konnten. Dieses Feld dieser Theseneinreichung mussten wir irgendwann schließen, weil es einfach zu viel war. 170 von 783 haben wir zugelassen. Auch da haben wir festgestellt, das waren vielleicht zu viele Thesen, aber auch da wollten wir es eben ausprobieren, was passiert, wenn wir viele Thesen zulassen. Bis zu 200 empfiehlt der amerikanische Programmierer aus Seattle. Wir haben es mit 170 probiert. Das nächste Mal werden wir weniger Thesen machen, weil es dann, glaube ich, angenehmer ist und man besser den Überblick behält. Kommen wir jetzt also zur Auswertung unserer ersten Polis-Debatte. Ich werde, während ich euch die Ergebnisse erkläre, werde ich euch auch erklären, wie man praktisch diese Auswertung liest. Ihr habt einen Link, den seht ihr oben in der Zeile eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr die Auswertung dieser ersten Debatte mit allen Thesen, die zur Verfügung standen, um sie entsprechend zu voten. Also, wir hatten insgesamt, ganz links die Zahl, 33.547 User, also Leute, die mitgemacht haben. Davon sind 23.354 Leute in Gruppen eingeteilt worden. Bedeutet, ich scroll mal ganz kurz runter. Hier ganz unten, ich stelle das mal eben so, dass man das sieht. Das ist das Falsche. So, hier unten sieht man ganz schön, es gab zwei Gruppen, die sich gebildet haben. Die Gruppe A, die etwas kleiner ist, und die Gruppe B. Davon reden wir jetzt gerade, wenn wir von dieser Zahl sprechen. 23.354 wurden auf Gruppe A und Gruppe B verteilt. Insgesamt gab es fast 2 Millionen Votes, das heißt 58 Thesen habt ihr im Schnitt beantwortet. Wahnsinn. Das ist im Übrigen ungefähr die Zahl, auf die wir das nächste Mal hinarbeiten. Ich glaube, mehr als 60 Thesen sollte man nicht machen. Wir probieren das nächste Mal, uns da etwas anzunähern. Also, kommen wir nochmal zu den Gruppen. Wie ihr seht, 23.354 wurden eingeteilt. Wir reden eben von diesen Gruppen hier unten, die ihr grafisch seht. Diese Zahlen, die ihr hier unten seht, sind, wenn ihr so leicht an die Obergrenze scrollt, dann seht ihr, wenn man auf so eine Zahl klickt, zum Beispiel 482, seht ihr hier die These angezeigt. Kommen wir mal ganz kurz zu den Charakteren der Gruppe A. 6.516 Leute sind in Gruppe A eingeteilt worden. Das macht das Programm über künstliche Intelligenz nach einer Musterbildung. Ja, also es werden Muster gebildet und diese fünf Thesen, die ihr hier seht, die deutsche Einwanderungspolitik macht mir Angst, ich wünsche mir, dass die Politik sich wieder um uns deutsche Bürger kümmert, die Rundfunkgebühr dient ihrem Bildungszweck, ich habe Angst vor dem Alter und der Rente, ich bin der Meinung, dass die Demokratie nur eine Chance hat, wenn Bürger entscheiden und direkt beteiligt werden, direkte Demokratie. Aus diesen fünf Thesen hat das Programm Muster gebildet und hat gesagt, dieses Muster bedeutet Gruppe A. So, jetzt lese ich euch vor, wie Gruppe A charakterisiert ist. Die Personen, die Gruppe A zugeordnet wurden, haben Zukunftsängste. Sie fühlen sich nicht mehr gehört und haben Angst vor der deutschen Einwanderungspolitik. Gruppe A wünscht sich wieder an der Politik beteiligt zu werden. Das sind also die Leute, die eher nicht so selbstbestimmt sind, die sagen, Zukunft, naja, ich weiß nicht, wie es mit der Rente läuft und so weiter. Leute, die auch vielleicht Existenzängste haben, da können wir gleich mal reingucken. Das ist der Charakter dieser Gruppe A, die deutlich kleiner ist als die Gruppe B. Die Gruppe B ist nämlich 16.838 User stark. Die wird charakterisiert durch so Statements wie, ich fühle mich in Deutschland eigentlich sehr sicher. Da stimmen die weitestgehend zu. Diese Bevölkerung wird bunter und das ist völlig okay. Stimmen die mit 84% zu. Die Gruppe B zeichnet sich eben aus, dass sie selbstbestimmt sind. Die haben keine Angst vor der Zukunft. Die sind auch offen, was Flüchtlinge betrifft. Und diese Gruppe ist eben deutlich größer. Jetzt haben wir die Charaktere der Gruppe A und der Gruppe B erkannt.
Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hoch und jetzt zeigen wir euch, wie hier die Auswertung, wie ihr die lesen könnt. Wir kommen zu diesen komischen Punkten hier. Ihr seht, wenn ihr mit der Maus drüber geht, funktioniert übrigens alles auch per Handy, aber nicht so gut, als wenn ihr auf dem Desktop-Rechner das macht oder eben im Laptop. Macht es lieber so, dann wird es ordentlich angezeigt. Also, jeder dieser Punkte ist eine These. Das heißt, wenn ihr hier links über, seht ihr, wenn ihr über die Punkte drüber geht, die werden dann rot und darunter erscheint das Statement, worum es geht. Zum Beispiel jetzt hier, Statement 244, Waffenexporte stoppen, die wegfallenden Arbeitsplätze sind dabei zu vernachlässigen. Das ist dieses Statement. Und wichtig ist zu wissen, alles was weiter links ist, da gibt es einen Konsens zwischen Gruppe A und Gruppe B. Das heißt ganz links, wenn man jetzt hier 744 nimmt, verpflichtendes öffentliches einsehbares Lobbyregister für Bundestag, Rat, Landtag in Nennung von Summe und Namen. Da sind sich sowohl Gruppe A, also die etwas Unsicheren, die Zukunftsängste haben, die sich ein bisschen abgehängt fühlen, sagen 96%, ja, so muss es sein, Lobbyregister. Und aus der Gruppe B sagen es 93%. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, woraus man sofort Realpolitik ableiten könnte. Ja, da gibt es einen ganz klaren Konsens. Die paar Leute, die doppelt gewotet haben, verschwinden komplett darin. Das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Statement. Und ein gutes Beispiel dafür, was Polis eben kann. Wenn ihr ganz nach rechts geht, hier ist zum Beispiel der Punkt ganz rechts, die deutsche Einwanderungspolitik macht mir Angst. Das ist der Punkt, der am kontroversesten diskutiert wurde, nämlich die Gruppe A sagt 72%, ja, die deutsche Einwanderungspolitik macht mir Angst. Und von der Gruppe B sagen aber 56%, nein, die Einwanderungspolitik, die verneinen das eben. Da sieht man, das wäre kontrovers, deswegen ist das ganz weit rechts. Letztendlich kann man sehen, dass diese ganze Polis-Debatte einen relativen Konsens hat. Also zu ganz vielen Sachen, zu dem allermeisten Teil, haben die Leute einfach dieselbe Meinung. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar zu unseren Metadaten. Uns wurde ganz oft vorgeworfen, beziehungsweise die Frage kam eben, ob wir irgendwelche Daten ziehen, IP-Adressen oder so. Nein, das tun wir nicht. So, der Blick dafür ist, wir haben sogenannte Metadaten, also so Daten wie, ich lebe in den neuen Bundesländern, ich bin über 30 Jahre alt, die müssen wir mit diesem Programm abfragen. Wir können nicht allzu viel abfragen, weil das natürlich die User irgendwie langweilt, zu sagen, ich bin über 30 und ich wohne in neuen Bundesländern. Aber wir müssen es tun, um die ganze Sache ein bisschen eingrenzen zu können, um ein Gefühl zu kriegen, wer stimmt da ab, aus welcher Schicht kommen die, sind die selbstbestimmt, sind die selbstständig angestellt. Und so weiter. Die Metadaten, die ihr hier seht, das sind die Metadaten, die wir erhoben haben. Ich lebe in den neuen Bundesländern, ich bin über 30 Jahre alt, ich habe einen ausländischen Hintergrund. Ich habe den Eindruck, dass die Wirtschaft, dass es mir wirtschaftlich besser geht als dem Durchschnitt der Bevölkerung. Ich bin selbstständig. Das sind die Metadaten, die wir entsprechend gekennzeichnet haben. Also, keine Sorge, wir ziehen keine Daten, über die wir euch nicht informieren. Wenn wir das tun würden, würden wir es euch sagen. Das ist bei diesem Programm aber nicht nötig. Das waren unsere Metadaten. Wir kommen zu einem weiteren Punkt. Ganz unten, wenn ihr ganz runter scrollt an dem Graphen vorbei, könnt ihr sehen, All Statements. Sorry übrigens dafür, das ist eine amerikanische Software. Die Sachen sind noch nicht auf Deutsch übersetzt, da wird dran gearbeitet. Aber wie gesagt, wir sind bei dem Punkt All Statements. Jetzt kann man die sortieren, wie ihr seht. Ja, Sorted By. Statement ID heißt, die sind einfach numerisch, chronologisch hier irgendwie angeordnet. Wir haben ja vorhin die Gruppen beschrieben, ja? Also Gruppe A sind eher die, hat sich ein Muster ergeben, die ein bisschen Angst vor der Zukunft haben. Wir gucken jetzt mal ganz kurz rein, wenn ihr jetzt ganz unten in diese Auflistung schaut, zum Beispiel Statement Nummer 13. Wenn man da mal guckt und weiß, wie die Gruppe A charakterisiert ist, also die Abgehängten, mir geht es jetzt finanziell besser als noch vor einigen Jahren. Dazu sagen die 67% lehnen diese These ab. Ja? Im Gegensatz zu der Gruppe B, da sagen 50%, ja, das ist so, mir geht es jetzt finanziell besser als noch vor einigen Jahren. Da seht ihr, dass der Charakter, den wir oben gesehen haben, der Gruppen, die das Programm erfunden hat, die Charaktere dieser Gruppen, die passen. Also so kann man das nochmal abgleichen. 744, da muss man ganz weit runter scrollen. Das sind übrigens die Nummer, wie gesagt, wir haben 783 Thesen eingereicht bekommen. Es gibt Thesen, weil die sich doppeln oder weil wir einfach nicht keine Zeit oder keinen Platz mehr hatten, die wir leider nicht zulassen konnten. Aber These 744 ist verpflichtendes öffentliches einsehbares Lobbyregister für den Bundestag, Rat, Landtag und Nennung der Summe. Da sind sich beide Gruppen total einig. Das hatten wir vorhin schon. 96% Zustimmung bei Gruppe A, 93% Zustimmung bei Gruppe B. Ein weiteres Beispiel, wir scrollen nochmal hoch.
Frage 19, beziehungsweise These 19, ist, mir geht es gut, ich führe ein selbstbestimmtes Leben und kann meine Zukunft frei gestalten. Wir erinnern uns, die Gruppe A sind eher die, die sagen, ja, Rente, alles schwierig. Hier die absolute Bestätigung, 58% lehnen diese These ab. Das heißt, die führen kein selbstbestimmtes Leben und sind sich auch nicht sicher, ob sie ihre Zukunft freigestalten können. Gegensatz dazu sagt die Gruppe B, 63%, ja, ich führe ein selbstbestimmtes Leben, mir geht es gut, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Auch da passt der Charakter dieser Gruppen. Man kann das also abgleichen. Wir können also so sicher gehen, haben wir die Gruppe richtig verstanden. Und die, man kann in die einzelnen Thesen reinschauen. Ihr seht, dass es deutlich mehr als eine Umfrage leisten kann. Und das, was ihr seht, übrigens ein Hinweis, das passiert in Echtzeit. Das heißt, wir können zu jeder Zeit diese Auswertung, die ihr hier seht, am Anfang einer Debatte, in der Mitte und am Ende jederzeit ein Ergebnis rausziehen. Das ist übrigens ein Fehler, der auch noch passiert ist. Auf dem Handy sollten die Ergebnisse, auf dem Smartphone sollten die Ergebnisse auch jederzeit in Echtzeit sichtbar sein. Zumindest ein Teil davon. Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert, ist aber auch in der Arbeit. Noch einmal ganz kurz zu den Thesen. Ihr habt uns bei dieser Debatte 783 Thesen angereicht. Wir haben eben dafür Sorge getragen, dass keine Doppelungen stattfinden, dass keine Hate Speech irgendwie reinkommt, Ausländer raus, bla bla bla, irgend so eine Scheiße. Das Ding wird von uns administriert und wie gesagt, es geht darum, keine Doppelung zuzulassen, es geht darum, eine kontroverse Debatte anzukurbeln. Es geht nicht darum, das in irgendeine Richtung zu drücken, absolut das Gegenteil. Wir wollen, dass kontrovers diskutiert wird und wir wollen ganz unterschiedliche Thesen den Leuten zur Verfügung stellen. Wenn man die gesamte Debatte enger fasst, die Fragestellung bzw. die Thesenstellung enger fasst, die grundsätzliche Debatte, dann wird das auch einfacher. Wie gesagt, das war ein sehr offener Versuch. Wir haben sehr viele Thesen gehabt, die wir nicht mehr reinnehmen konnten, aus Zeitgründen. Auch daraus haben wir gelernt. Demnächst wird es eben 60 bis 100 Thesen geben und da werden wir weiter Erfahrungswerte sammeln. So, das waren ganz viele technische Details. Ich hoffe, das hat dazu geführt, dass ihr Polis besser versteht und fühlt, dass ihr auch erkannt habt, wie geil diese Software ist. Wir wollen damit konstruktive Debatten führen, und zwar mit hunderttausenden Menschen gleichzeitig. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wofür nutzen diese Vögel das überhaupt da, diese aufstehenden Vögel da, diese amerikanische Software Polis? Wir können es euch sagen, wir wollen euch zuhören. Und durch dieses Programm sind wir in der Lage, hunderttausenden Menschen gleichzeitig zuzuhören und dafür zu sorgen, dass hunderttausende Menschen gleichzeitig miteinander konstruktiv debattieren. Denn das ist es, was in unserer Gesellschaft gerade fehlt. Die Leute sprechen nicht mehr miteinander. An allen Ecken entstehen Brände, die darauf basieren, dass die Kommunikation einfach nicht mehr funktioniert. Wir wollen euch zuhören. Das werden wir durch Polis machen. Wir wollen unser Programm gemeinsam mit euch erarbeiten. Und mit diesem Programm werden wir die reale Politik in Berlin ganz schön unter Druck setzen. Denn wir sind jetzt da, wir sind unbequem, wir sind laut und wir gehen auch so schnell nicht wieder weg. Bis demnächst. Tschüss.